Die polnische Zeltbahn. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland und ich möchte euch heute die polnische Zeltbahn vorstellen. Ja, wie kommen wir dazu? Darauf aufmerksam gemacht hat mich der Huck Mittecke. Den kennt ihr auch von unserem Schneeanker-Video, was er für uns gedreht hat. Und er beschäftigt sich auch viel mit einfach alternative Möglichkeiten. Wie kann ich mit günstiger, einfacher Mittel draußen auch unterwegs sein und leben vor allen Dingen. Wie gesagt, da habe ich angesprochen auf die polnische Zeltbahn, was man daraus alles machen könnte, inwieweit das auch kompatibel wäre mit unserem System, beziehungsweise was man da sich an Ergänzungen raussuchen kann. Deswegen vielleicht ein kurzer geschichtlicher Exkurs, weil unsere Zeltbahn, die Viereckzeltbahn und das Godeblatt sind ja auch schon über 90 Jahre alt. Die Viereckzeltbahn, die stammt sogar aus dem Jahr 1832 und wurde damals vom Heer verwendet als Zeltsystem für die Soldaten. Und genauso ist es mit dieser polnische Zeltbahn. Auch diese Zeltbahn hat militärische Wurzeln. Die ist, weiß ich, bis in die 70er Jahre ist die, glaube ich, so produziert worden. Vielleicht wird die auch heute noch, aber so ihre Blütezeit hat sie eben damals gehabt. Wie alt sie ist, muss ich noch recherchieren. Es ist auch ein System aus Zeltbahnen, die ich mit Knopf und Knopfloch verbinden kann. Und wo ich aus mehreren Zeltbahnen, in dem Fall zwei Zeltbahnen, auch ein kleines Spitzzelt bauen kann. Man nennt diese Version auch polnisch Lavu oder polnisches Lavu oder polnisches Tipi. Vom Gedanke her so, dass jeder eine dieser Zeltbahnen hier mit sich durch die Gegend trägt. Die wiegt ungefähr 1,5 Kilo knapp. Und die auf der einen Seite als Poncho dienen kann, auf der anderen Seite eben, wenn ich mich mit dem zweiten zusammentue, mit der zweiten Plane, ein kleines, komfortabel, das haben wir noch dahingestellt, ein kleines Zwei-Personen-Zelt auch zu bauen, was, ich sag mal, relativ stabil, standsicher und auch von der Stoffqualität her so ein bisschen was aushalten soll. Deswegen ist hier dieses Set bestehend aus zwei Zeltbahnen und zwei kleine Zubehörsäckle. Da gucken wir gleich rein. Und dann werden wir es aufstellen. Ja, weil ich bin selber gespannt. Ich habe noch nie ein polnisches Labor aufgebaut. Von daher werden wir jetzt einfach sehen, wie es funktioniert. Diese Säckle hier, da ist drin, beziehungsweise werden wir gleich erfahren, sind diese Schnürle hier. Ich nehme an, dass man die durch die Öse einführen kann, um die Heringe zu befestigen. Und dann mal gucken, wie wir das hier dann auch rausbringen. Ja, sehr kompakt verpackt. Aber wir werden es hinbringen. So, dann haben wir die Schnüre. Heringe, die sind, ich sag mal, recht passabel für so ein kleines Zelt. Ich glaube, in manchem Lieferumfang sind nur dünne Drahtstifte dabei. Die kann ich auch durch die Öse von der Zeltbahn stecken. Aber genauso wie wir bei unserer Kohle die Kohleschlaufe verwende, sind die hier, glaube ich, dazu gedacht, dass ich die auch hier gut durch die Heringe durchkriege, weil die passen nämlich nicht durch die Öse am Zelt. Ich habe hier drei Heringe. Mal gucken, da ist bestimmt noch ein vierter drin. Jawohl, vier Heringe. Und ein kleines Stängle. In der Einzelversion kann ich natürlich nicht viel damit anfangen, aber dadurch, wenn ich beide Sets verbinde, dann habe ich doch eine relativ lange, leichte Zeltstange, um dieses polnische Lavu aufzubauen. Ich glaube, hier erkennt man gut die Form. Die hat wie so ein Kugelstück, kreisförmig würde ich sagen, beziehungsweise mit vier gerade Kante außenrum. Einige Details. Die Durchgriffe für den Poncho und so wie es ausschaut, hier ein doppelter Rücken.
Das ist fürs Zelt wahrscheinlich weniger von Interesse, aber für den Poncho dann doch ganz wichtig hier eine Schlaufe, die ich zusammenziehen kann, das Ganze auch zum Poncho zu machen. Und dann kann ich den tatsächlich auch umhängen und komme hier durch die... Na, da geht's raus. Da geht's raus. So kann ich den als Poncho verwenden. Aber uns interessiert jetzt vor allen Dingen die Details, die diese Zeltbahn dann auch zum Zelt machen. Die polnische Zeltbahn hat auch eine Knopfleiste, zwar außen mit Knöpfe und innen nochmal mit Knopflöcher. Also nicht so wie bei unserer Viereckzeltbahn und bei den Kodeblätter, dass ich da ein Knopfloch und Knopfleiste habe, sondern hier beides separat. Wie sich das verbindet, werden wir nachher sehen. Aber ich denke, dadurch kriege ich immer so eine Art Tascheverschluss hin, sodass wir die Übergänge im Zelt relativ dicht hinkriegen. Wichtig ist auch noch dadurch, dass die Zeltbahn als Poncho benutzt werden kann, wie mir diese Ärmel hier dicht kriege. Und da hat sie innen auch eine Knopfleiste, so dass ich diese verschließen kann, um möglichst wenig Wasser ins Zelt reinzulassen. Diese Durchführungen, diese Armlöcher haben übrigens auch noch den Vorteil, dass ich da auch ein Ofenrohr rausstecken könnte, wenn ich das Zelt beheizen möchte. In der Ecke unten vom Zelt gibt es diese Öse hier. Und zwar gibt es diese Zeltbahn in der Ausführung mit 1, 2 oder auch 3 Öse. Da wird unterschieden in 3 verschiedene Zeltbahngröße, wobei das kein großer Unterschied ist. Ich denke, das ist mir dem geschuldet, dass es erstmal auch ein Poncho sein möchte, dass man auch für verschiedene große Menschen ein verschiedene großer Poncho dann hat. Fürs Zelt ist es nicht ganz so wesentlich, aber natürlich macht schon einen Unterschied, ob ich die Größe 1, die Größe 2 oder die Größe 3 aufbaue im Durchmesser vom Zelt und einfach was ich da nachher reinkriege. Macht es schon ein gewisser Unterschied, der auch ein etwas Komfort dann mit sich bringt. Wenn ich das polnische Lavo aufbaue, macht es Sinn, die auf einer Seite zu verbinden, die zweite Seite aufzulassen, dass ich nachher mit der Stange reinkomme. Hier sehen wir jetzt das Gegenstück. Da ist nur eine Leiste mit Knopfloch, aber ich kann, dadurch, dass ich hier zwei Leiste habe, kann ich jetzt im Grunde das wie eine Tasche dann auch verschließen. Auch wenn die Plane Baujahr 1980 ist, sind die Knöpfe doch recht, oder die Knopflöcher noch recht stabil und nicht ausgeleiert. Da sieht man, dass die Plane eigentlich neu ist. So, und entsprechend kann ich das hier schließen. Also zuerst durch das eine Knopfloch durch. Und dann die Tasche schließe, indem ich den zweiten Knopf reinmache. So, ich probiere das nochmal von der anderen Seite zu zeigen. Vielleicht sieht man es hier besser. Also erster Knopf hier, da geht noch die Schlaufe durch. Gehen wir mal raus. Also erst den Knopf in die Gegenseite rein. Die ist noch bockiger, weil da liegt nämlich noch da die Zugschnur zwischendrin und dann die Tasche noch drüber schließe, so dass ich einen direkten Verschluss kriege. So, am Ende unten haben wir eben keinen Verschluss, sondern da haben wir diese kleine Schnüre zum Durchführer, aber selbst der Knoten hier ist schon zu dick, als dass ich durch die beiden Schlaufen durchkäme. Deswegen habe ich hier eine Seite aufgemacht und mache das jetzt wieder zusammen. So, und hier kann ich dann auch meinen Hering durchführen, um die Plane dann am Boden zu befestigen.
Das machen wir jetzt in aller Ruhe und gleich geht's weiter. Wenn die Plane auf der einen Seite verbunden ist, die andere Seite lassen wir auf, dass man die Zeltstange reinkriege, würde ich empfehlen, es als gleichmäßiges Viereck, als Quadrat aufzuspannen. Und zwar erstmal die zwei Seiten, die zwei Ecke mit der Verbindung und die zwei dazwischen drin. Nachher dann erst im nächsten Schritt das Ganze zum Achteck aufzuziehen, weil je gleichmäßiger ich die Geometrie habe, umso besser steht das Zelt nachher. An der Stelle würde ich auch noch nicht so viel spannen, sondern die Spannung dann tatsächlich über die fünfte bis achte Ecke, wenn die Stange drin ist, dann auch reinbringen ins Zelt. Mal gucken, ob man das hinkriegt, ohne korrigieren zu müssen. Wenn man es ganz genau haben will, kann man auch die beiden Diagonale im Zelt mit einem Maßband, mit einem langen Stecker vergleichen, ob dadurch ein regelmäßiges, also ein Quadrat entsteht, also ein gleichmäßiges Viereck. Oben in der Spitze haben wir diese Stangentasche. Dazu können wir die Stange zusammenstecken. Und es sind auch noch zwei so Stopfe dabei. Die kann ich hier reinstecken, dann verletzt sich diese Plane weniger. Also haben wir hier der oberste Knopf noch zu. So, und hier sehe ich jetzt gleich schon eins, was ich besser machen kann. Und zwar habe ich nur eine Tasche eingehängt, das heißt, es bleibt oben ein Stück auf. Schlimmstenfalls schlägt es hier so ein. Aber das hat natürlich den Vorteil, wenn ich im Zelt mit dem Hobo arbeite und Feuer mache, dann kann ich so auch relativ einfach einen Rauchabzug realisieren, einen kleinen, der trotzdem einigermaßen wettergeschützt ist. Aber ich werde die Stange jetzt einfach nochmal in beide Taschen einhängen. Bei der dünnen Stange und einem weichen Boden ist es ganz hilfreich, wenn man die Möglichkeit hat, ein Brettle oder ein Stück Holz unterzuschieben, dann versinkt mir die Stange nicht im Boden. So, und jetzt gehe ich hin und spanne die restliche Vierheringe, also immer an der Zwischenabschnitte rein, so dass mein Labu schön sauber dasteht. Also ich würde sagen, wenn man sich hier umguckt in diesem polnischen Lavo, also unter dieser polnischen Zeltbahn, dann habe ich den Eindruck, es ist für eine Person sehr komfortabel. Es ist ein kleines Zelt, bedingt auch vom Packmaß her, vom Gewicht her, alles gut. Ich würde hier eine Isomatte reinkriegen, ich hätte hier ein bisschen Platz. Vielleicht auch ein kleiner Kocher, ein Hobo-Stove oder manche verwenden auch den G-Stove zum Beheizen vom polnischen Lavo. Damit kann man vermutlich Saunatemperaturen hier drin machen. Ich habe die Möglichkeit, diese, seht ihr das? Hier ein Ofenrohr dann auch durchzustecken. Und ja, es bleibt auszuprobieren, was man damit alles machen kann. Ich finde, im Vergleich zu unserer Lok, die aus zwei Kohleblättern besteht, hat man nochmal etwas an Gewicht gespart hier.
Allerdings, auch was die Liegefläche angeht für zwei Personen, dürfte es eher etwas knapper sein. Das geht in der Lok vielleicht besser. Schön ist hier an diesem Polnisch Lavo, dass es in der Mitte ordentlich hoch ist. Das heißt, ich kann hier auch zu zweit aufrecht drin sitzen und bin so vielleicht ein bisschen beweglicher, wenn ich in das Zelt reinschlüpfen möchte. Von der Stabilität her macht es mir einen guten Eindruck. Von der Hering, von der Verankerung, von den Schlaufen, die dabei sind, da würde ich mir alles jetzt noch ein bisschen anpassen. Auch die Stange kommt mir ein bisschen schwach vor. Also wenn hier richtig Windlast aufs Zelt drauf kommt, dann hätte ich eher Angst um diese Stängel. Auch da kann man natürlich einfach im Wald sich ein entsprechend langer Stecke schnitzen in der Stabilität, wie ich ihn haben will, wie ich ihn brauche. Oder halt auch eine andere Stange, die etwas stabiler ist, dann noch mitnehmen. Es gibt da verschiedene Darbstangen, die ein bisschen mehr hergeben, wie dieses Alu-Stängel da. Ansonsten gefällt mir das Polish Lavo sehr gut. Also die Soldatenzeltbahn, die hat was. Viele, die dieses Zelt verwenden, die modifizieren das noch. Manch einer hat sich einen Reißverschluss eingenäht. Was ich davon halten soll, es mag praktisch sein, aber Reißverschluss im Zeltbereich ist immer eine Schwachstelle. So ein Reißverschluss, wenn nur ein Häkchen nicht funktioniert, dann funktioniert der ganze Reißverschluss nicht mehr. Von daher finde ich die Knopf- und Knopfloch-Variante durchaus dem robusten Einsatzzweck geschuldet und gut. Viele Stelle des Polish Lavo auch noch etwas höher, das heißt, ich versuche Seidewände dann dran anzubringen. Und da hat uns eben der Hook angesprochen, ob wir da eine Möglichkeit sehen, das Ganze kompatibel zu machen. Von der Maße her könnte ich mir vorstellen, dass man sich unten Knopfleiste einnäht und dann zum Beispiel unsere Seidewände von der Kode verwendet oder was auch immer. Aber das werden wir jetzt einfach in Zukunft mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen spielen mit dem Zelt und gucken, ob sich die ein oder andere Idee umsetzen lässt. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Feedback da lässt. Wie gefällt euch die polnische Zeltbahn? Habt ihr die selber im Einsatz? Habt ihr Erfahrungen? Habt ihr die modifiziert? Wie seid ihr draußen mit solchem Zeltmaterial unterwegs? Und inwieweit wünscht ihr euch auch eine Verbindung von diesen zwei Welten? Also auf der einen Seite eine Zeltbahn, die aus einem anderen System kommt, mit unserem System. Lasst uns Kommentare da für dieses Video, dann wissen wir, in welche Richtung wir für euch weiter forschen sollen. Bis dahin sage ich Dankeschön und tschüss, euer Ralf von Jodeland.